So, willkommen zurück zu Let's Play Paralworld. Ja, haben wir gerade die neue Mission angefangen. Unsere Einheiten hier geheilt und wir laufen hier weiter hoch. Ach, hier ist noch ein Artefakt, sehe ich das richtig? Wie kommt man hier rein? Werden wir später vielleicht begegnen? Oder konnten wir, nee, ganz am Anfang konnten wir hier nicht lang. Hier war eine Barrikade. Aber müssen wir uns merken, hier ist noch ein Artefakt. Welches wir vielleicht nehmen können. Was ist denn das? Das ist eine Falle. Habe ich ja gar nicht als Falle erachtet. Da hängt wohl Kohle in den Seilen. Ja. Ich kann es sehen. Macht er das, was er am besten kann, einfach mal dumm rumhängen. In mir wächst. Gut. Geht weiter hoch. Ihr bestimmt den. Ich kann mir vorstellen, hier sind wieder ein paar gegnerische Einheiten. Natürlich. Groß der Platz ist. Oha, hier sind auf jeden Fall Leute. Hier ist ein Gegner. Helft uns. Ich habe beim Rat schon so oft vergebens um Hilfe gebeten. Wir brauchen Unterstützung gegen diese Banditen. In mir wächst Zuversicht. Hier unten sind noch ein paar. Es ist eine Ehre. Müssen wir aufpassen wieder. Hier sind nervige Einheiten. Aber können schon wieder aufsteigen. Machen wir aber auch gleichzeitig, um Einheiten zu heilen. Können wir unsere Angriffe hier ein bisschen konzentrieren. Der ist gleich tot. Aber den hier als nächstes. Ist vielleicht besser als zufällig über Einheiten anzugreifen. So, und hier unten haben wir noch einen Bogenschützen. Das war der letzte dann. In diesem Bereich. Okay. Ihr bestimmt den Weg. War die besiegt? Quest, bringt sie eine Einheit in dieser Position. Kommen wir hier lang? Eine Ehre. Weiß ja nicht, ob die hier durch können. Scheint erstmal nicht zu sein. Mit beiden Beinen auf den Weg. Laufen wir hier rum. Was sind das überhaupt, die Chaosvögel? Also, solche groß geratenen Vögel, die nach der Zeit der Dinosaurier gelebt haben. Ihr bestimmt den. Ja, hier müssen wir vielleicht wieder aufpassen mit einer Falle. In mir wächst Zuversicht. Ja, ich wüsste auch nicht, wie wir die sonst umgehen können. Mit beiden Beinen auf der Erde. So, laufen wir hier lang. Hier ist nochmal ein grünes Haus. Aber es bringt uns nicht weiter. Oh. Ein Schiff. Und wir werden jetzt anscheinend von Wasser aus angegriffen. Gut, da kommen wir nicht durch. Müssen wir eine Alternative suchen. Beiden Beinen auf der Erde. So, hier war das Artefakt, aber hier kommen wir auch wieder nicht durch. Hier wächst Zuversicht. In mir wächst Zuversicht. Heißt also, wir müssen noch einen größeren Umweg gehen. Um an das Artefakt zu kommen, müssen wir wahrscheinlich hier runter. Nochmal eine Zwischensequenz. Die Piraten überfallen unsere Häuser. Sie plündern und morden. Jetzt ist Schluss. Wir werden kämpfen. Vielleicht wäre es besser, diesen Kampf Leuten zu überlassen, die etwas davon verstehen. Und wer soll das sein? Werdet ihr etwa für uns kämpfen? So, da gehen wir mal schnell hoch. Es ist eine Ehre. Meine so, Kraft für euch. Mal hier an. Wie viel haben wir jetzt? Sind viel Zeit? 105 Schädel. Meine Kraft für euch. Stina wird wieder beliebt angegriffen. Ja, sie hat ja einigermaßen HP. Zweitmeisten von den Helden, die ich hier habe. Meine Kraft. Wenn ich hier gucke. Ja, 1500 hat es insgesamt, Bela 1000, Cole 2000 und der Druide 800. Komm, und los! Können wir trotzdem langsam überlegen, ob wir die Leute in Rang höher schicken einfach. Ja, machen wir gleich mal mit. Was geht? Olestina. Sicher. Und auch Cole schicke ich mal nach oben. Na, alles klar. Nächste Aufgabe. Yippie! Gehen die Einheiten auch schneller tot.
Gut. Ich gehe vor. Ja, hier kann ich doch anscheinend nicht lang. Wie komme ich am besten zum Artefakt? Gute Frage. Ich klicke einfach mal scherzhaft drauf. Cool läuft, cool läuft, cool läuft. Und. Wo wird er wohl langlaufen? Wo läuft der lang? Ganz merkwürdig. Der läuft da hin. Sieht also keine Variante, irgendwo anders hinzugehen. Da lang. Okay. Da lang. Ach, hier kommt er nicht lang. Ich gehe nach Norden. Jetzt müssen wir auch wieder auf Kohl warten. Hätten wir Stina nehmen sollen. Ist sie wenigstens ein bisschen schneller. Na komm. Beweg dich ein bisschen. Oder willst du wieder nachher dumm rumhängen, wie vorhin? Platz da! Ich gehe vor. Selbst die Hauptstadt der freien Völker scheint nicht mehr friedlich zu sein. Kommt schon. Lasst uns hören, was uns der Rat sagen kann. So. Hier sollen wir hin mit den Einheiten. Ich gehe vor. Hier ist auch wieder alles versperrt. Lasst uns durch. Wir erbitten eine Audienz beim Hohen Rat. Unmöglich. Die Tore bleiben geschlossen. Und wieso, wenn ich fragen darf? Anweisung des Rates. Solange die Piraten ihr Unwesen treiben, kommt hier keiner rein. Wieso unternimmt niemand etwas gegen diese Kerle? Wisst ihr, wenn ich euch so ansehe und mir überlege, wie eilig ihr es habt, mit dem Rat zu sprechen, dann drängt sich mir die gleiche Frage auf. Vielleicht solltet ihr einfach etwas gegen die Piraten tun. Gut, dann machen wir das auch. Jetzt ist ja alles frei, alle Blockaden sind weg. Macht euch bereit. Und dann nehmen wir auch gleich Stina. Lasst uns kämpfen. Die kann, wenn die Blockaden weg sind, sich mal das Artefakt schnappen. Das erhöht nämlich die Trefferpunktzahl bei allen Infanterieeinheiten. Und Stina ist eh die schnellste. Hier ist irgendwas. Oha, jetzt wird sie gerade angegriffen. Was für ein Spaß! Hätte ich nicht gedacht, sag ich mal. Sollen sie alle hier hinlaufen? Ich bin dabei. Gucken, als ob sie als Infanterie- oder Kavallerieeinheit gilt. Los geht's! Als Kavallerieeinheit. Ich will kämpfen. Lauft, sicher. Los geht's! Lauft! Vorwärts! Ja. Gehen hier hoch. Lauft. Ihr kommt ein bisschen entgegen. Macht euch bereit. Und dann greifen wir die Gegner an. So, und wir haben mehrere Kreise hier. Einmal hier. So ein Schiff oder so. Oder nee, wird irgendwas sein. Also hier, hier und hier. Ich werde auch mal gleich nochmal mit den Einheiten hier hingehen. Weil da vorhin noch was Questabhängiges war. Was gibt's? Ja, komm, greif schon ordentlich an. So stark sind die neuen Einheiten auch nicht. Lauf! Guck grad, ob wir hier lang kommen. Ja, scheint ganz gut zu sein. Lasst uns kämpfen. Aber wir gehen vorher noch mal kurz nach rechts. Schnell! Schnell! Und gucken, was hier sich im grünen Kreis befindet. Ach, das ist ein Brunnen. Lauft! Sieh mal einer an. Noch jemand groß? Wollen wir spielen? Aber hier wird auch noch beschützt, der Brunnen. Gut, Kohl hat seine Schrotflinte, kann er gleich mal nutzen. Ich lass mal Bela und den Erzdruiden beide aufsteigen. Dann Bela auch seinen Bogen noch zusätzlich. Ruhig. Ich stehe in eurer Schuss. Gut. Schon mal besiegt.
fühlt meine Kraft. Ja, noch ein paar Einheiten hier, oder? Geht's los? Cool, können wir kurz hier hingehen und sich ein bisschen heilen. Ich bin so. Gut, dass der Gegner das nicht nutzen kann. Auf sie! Los geht's! So, und da sind die Einheiten besiegt. Gut, klicken wir hier rauf. Und dann laufen sie auch hier lang. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt mache ich eine kurze Pause. Bis gleich.